Mein Name ist Klaus-Peter Kunkel. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und mache seit meinem 16. Lebensjahr Jugendarbeit in den verschiedensten Gruppen. Hauptsächlich in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, also in der DLRG, wo wir Kindern das Schwimmen beibringen, wo wir Rettungsschwimmer ausbilden. Nachdem dann meine Kinder auf der Welt waren, habe ich mir immer gesagt, die sollen irgendwo in einer vernünftigen Gruppe aufwachsen, nicht rumlungern. Damals war die Zeit eben auch gerade sehr stark noch mit Jugendalkoholismus und auch mit Drogen. Und am besten schützt man die Kinder davor, indem man sie dann in solchen Vereinen zum Engagement selber anleitet. Ja, wir befinden uns hier in der Küche der Brohmer Burg, die ja im letzten Jahr nach 5,5-jähriger Bauzeit wieder eröffnet wurde. Ich bin auch im Heimat- und Museumsverein und habe hier damals eigentlich angefangen, weil meine Schwiegermutter hier das ganze Museum mal mit aufgebaut hat. Ich bedanke mich natürlich in erster Linie erstmal bei meiner Familie, meiner Frau, dass sie mir das alles immer wieder ermöglicht und auch unterstützt. Aber ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unseren Vorstandskameraden und Kameradinnen, die regelmäßig sich hier 2-3 Mal die Woche treffen, die auch sehr viel Zeit investieren, die das Ganze erst möglich machen. Denn ohne diese ganze Truppe, ich alleine kann sowas nicht machen. Und dazu bedarf es dann immer auch einer größeren Gruppe, die das Ganze unterstützt.